Das Schülerportal aus Schülersicht sieht so aus, und ich habe hier auf Hausaufgaben geklickt und dann sieht der Schüler, welche Hausaufgabe muss ich am Mittwoch abgeben, am Donnerstag, am Freitag und so weiter. Unser Problem, hier steht nur Deutsch und Sozialkunde, hier fehlt Mathe, Französisch, Englisch. Also wenn jeder von uns seine Hausaufgaben hier einträgt, hat der Schüler auch in Corona-Zeiten immer einen schönen Überblick. Und das wäre das Ziel. Und ich erkläre kurz, wie es geht, es sind nur wenige Klicks. Und zwar gehen wir in unser Lehrerportal. Genau, also das schaut ja erstmal so aus. Das ist unser Lehrerportal. Dann klicken wir auf Unterricht. Und bei Unterricht suche ich mir im Kalender irgendein Datum. Das kann auch in der Vergangenheit liegen, weil ich ja die Hausaufgabe für die Zukunft stelle. Irgendein Datum jetzt auf Eintrag stellen. Also neuer Eintrag. Ich muss in dem System immer Wiederholung, irgendeinen Inhalt eingeben. Ohne Inhalt funktioniert nichts. Da muss ich eine Hausaufgabe abgeben, also den Wochenplan 16 bei MEBIS abgeben, zum Beispiel. Und ein Datum, ja, wann muss dieser Wochenplan abgegeben werden? Das ist der 30. Und ich will jetzt gern, dass die Schüler das bei MEBIS abgeben und deswegen setze ich diesen Haken nicht. Ich könnte das jetzt hier auch streichen, so. Und könnt ihr den Haken setzen und dann können die Schüler das hier in diesem Schülerportal abgeben. Aber ich setze den Haken nicht, weil ich so ein altmodischer Mebis-Fan bin. Ich könnte jetzt auch den Haken nicht setzen und sagen, ja, per Mail schicken. Per Mail. Also wir haben die Möglichkeiten. Damit müssen die Schüler schon zurechtkommen. Was auch immer ich mache, also jetzt drücke ich auf Abbrechen, um die nicht zu ärgern, was auch immer ich mache, ja, die Schüler haben dann am Schluss diesen Überblick und da steht eben einmal bei MEBIS und dann per Mail und dann ja, per Brieftaube schicken, das ist egal. Wichtig ist aber, dass wir als Schule es hinkriegen, dass alle großen Wochenpläne hier in diesem zentralen Schülerportal übersichtlich, für die Schüler übersichtlich mit Datum versehen, ja, erscheinen. Genau. Und dann tun sie sich leichter mit dem Organisieren.